Den nächsten Sänger ist nämlich Carsten Görner und der singt Bleib noch eine Nacht. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, jetzt kann ich Ihnen sagen, ich bin auf jeden Fall aufgeregt, habe nasse Hände und das Herz schlägt auch. Viele werden mich sicherlich beneiden. Ich sitze inmitten der Eiskönigin unseres Landes. Ich muss Ihnen nicht vorstellen, Weltmeister, Olympiasieger, DDR-Meister, Europameister, alles, was es gibt. Also neben mir Katharina Witt, hier ist Annette Pötsch und hier ist Christine Arad und hier ist Gabi Seifert. Herzlich willkommen, ich freue mich. Es ist ein schönes Gefühl, zwischen den Vieren zu sitzen. Nun werden wir auch die Zeit nutzen. Wir haben Sie eingeladen aus aktuellem Anlass. Die Kinder- und Jugendspartakiade ist ja zu Ende gegangen. Es gab eine große Gala des Eislaufs, gestern schon, und heute noch eine ganz besondere. Und was ist nun das Besondere daran, Gabi Seifert? Ja, also wie gesagt, wir hatten gestern als Abschluss der Spartakiade schon ein Schaulaufen, haben dann bis tief in die Nacht hinein geprobt, bis um eins, anstrengende Proben gehabt, weil wir, glauben wir, diesmal nicht nur ein vielseitiges Programm gestalten und auch ein schönes Programm, sondern weil sehr viel mit Technik gearbeitet wird, das heißt also mit Pyrotechnik. Es werden bengalische Feuer auf dem Eis erleuchten. Also wir glauben, dass es eine sehr schöne Veranstaltung werden wird. Eine super Show mit besonderem Pfiff. Wofür? Ja, das ist eine Veranstaltung für die Kinder dieser Welt, also für UNICEF.
Und es nehmen daran teil die Eiskunstlauf-Nationalmannschaft, viele Nachwuchsläufer unseres Landes, die Eisgruppe aus dem Friedrichstadtpalast und natürlich auch ehemalige Eisläufer, die sich doch haben etwas Besonderes für diese Veranstaltung einfallen lassen. Vielleicht können wir noch etwas verraten. Was ist denn das ganz Besondere, Christine? Also Honoré de Balzac hat schon mal gesagt, von allem, was vom Menschen kommt, dass Kinder das Schönste sind. Und die tragen auch all unsere Hoffnung. Und deshalb haben eigentlich viele von den Mitwirkenden sich überlegt, wie sie noch ihre Solidarität außer der Leistung auf dem Eis bekunden können. Und da ist was ganz Tolles zustande gekommen. Ja, Katharina, du bist Sonderbotschafterin, UNICEF-Sonderbotschafterin. Du hast viele Aufgaben. Das ist eine ganz konkrete. Ja, das ist eine ganz konkrete Aufgabe, die heute Abend stattfindet, auf die ich mich besonders freue und wir alle gemeinsam. Und wir haben uns gemeinsam etwas ganz Tolles überlegt, sondern dass nicht nur neben der schönen Veranstaltung, die hoffentlich stattfinden wird, dass nicht nur der Reinerlös UNICEF zugutekommen soll, sondern das von den ehemaligen Läufern, und das möchte ich mal einzeln vorlesen, ja, dass ich auch niemanden vergesse. Das ist die Konstanze Genzel, Babette Preußler, Falko Kürsten, Janina Wirth, Ralf Lewandowski, Detlef Kurzweg, Uwe Beversdorf, Hermann Schulz, Christine, Gabi, Annette sowie der Moderator Reinhard Mürmsecker, Uwe Reimers aus dem Gestalterkollektiv und der Regisseur Emil Neubauer, dass wir eine Gesamtsumme spenden, und zwar sind das insgesamt 13.000 Mark, auf die wir unheimlich stolz sind. Das ist fantastisch. 13.000 Mark. Dankeschön. Ja, ich drücke euch jedenfalls die Daumen. Es geht um 18 Uhr los. Wir haben nicht wenig Zeit. Wir haben sehr wenig Zeit. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Ihr seid schnell vorbeigekommen. 18 Uhr müsst ihr auf dem Eis stehen. Da geht die Veranstaltung los. Vorher wird geprobt. Danke. Bleibt noch einige Minuten Gast in unserem Café. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr hier wart. Nochmal großes, großes Dankeschön an euch. Meine Damen und Herren, es darf natürlich zugeschaut werden. Wir wollen Ihnen ja einiges zeigen. Und das Ganze passiert heute im DDR-Fernsehen. Dann können Sie dabei sein um 22.10 Uhr, nämlich im ersten Programm. Dann werden wir Ausschnitte aus dieser großen Gala übertragen. Dankeschön euch dreien. Und